Ja, hallo, ich bin der Jan von einfach.de und ich habe hier bei mir stehen die jüngsten Produkte von Asus aus der EPC-Reihe. Auf der rechten Seite hier ist der EPC 1008HA, ein wunderbar kleines, flaches Gerät. Man könnte sagen daumendick. An seiner dicksten Stelle misst ihr nur 2,5 cm. Und links daneben, das ist der hier in Deutschland heute erstmals gezeigte EPC 1005HA. Um sie besser unterscheiden zu können, einer schwarz, einer weiß. Beide wird es sowohl in schwarz als auch weiß geben. Und wenn ich sie hier so nebeneinander lege, dann sieht man schon sehr, sehr genau, wo denn der große Unterschied besteht. Der 1005HA ist deutlich dicker. Zwei Finger gegen einen Daumen als der 1008HA. Die Größe ist ansonsten so gut wie identisch. Wenn ich sie übereinander lege, sieht man beide wirklich genauso groß. Im Inneren bei beiden steckt ein glossy Display und es ist gar ordentlich glossy. Dazu die Chiclet-Tastatur und ein nahtlos eingefasstes Touchpad, ein Multi-Touchpad. Links und rechts die Wippe. Allerdings nicht getrennt, das kann zu Verwirrung führen. Hier oben der Ein-Ausschaltknopf und ein Schnellstartknopf. Was besonders schön ist, auf der rechten Seite, drücke ich auf die rechte Seite, kann ich damit das Touchpad ausschalten. Mache ich erstmal weiter beim 1008HA. Wie gesagt, sehr, sehr flach. Das Gehäuse ist aus einem besonders gehärteten oder versiegelten Plaste hergestellt. Asus verspricht, dass es besonders unempfindlich gegen Kratzer sein soll. Es ist auch oben wie unten komplett in diese Plaste gehüllt. Und die Anschlüsse sind hinter kleinen Klappen versteckt. Hier auf der linken Seite habe ich einmal einen USB-Anschluss und hier einmal den VGA-Ausgang. Mit dem hat es noch was Besonderes auf sich, weil es wird ein spezieller Adapter gebraucht. Und damit man den nicht irgendwo in der Tasche rumfliegen hat, hat Asus den hier unten drunter versteckt. Er lässt sich ganz leicht rausnehmen. Einfach hier die Klappe öffnen, rausnehmen, den EPC auf die Seite wiederlegen, Stecker ran und schon kann ich ihn mit einem externen Display verbinden. Stecker wieder ab, Klappe zu, den Adapter hier hinten hineingesteckt und das war's. Was auffällt beim Blick auf die Unterseite, es ist kein Akku sichtbar. Weder hier hinten noch irgendwo anders, das ist definitiv einer der Kritikpunkte. Der Akku ist fest verbaut, der lässt sich nur über die Servicewerkstatt wechseln. Der hier verbaut ist, ist ein Lithium-Polymer-Akku und Asus verspricht 6 bis 7 Stunden Laufzeit mit dem Stromspeicher. Hier auf der rechten Seite habe ich einmal einen SD-Karten-Slot und hinter der Abdeckung habe ich wiederum USB, Audio-In und Audio-Out und hier noch eine kleine Abdeckung und da versteckt sich der Netzwerkport. So, klappen wieder zu und das Netbook sieht klein und edel aus. Zum 1005HA. Das hat Asus heute hier das erste Mal in Deutschland gezeigt. Die Oberfläche ähnelt sehr der vom 1008HA. Die Rückseite allerdings ist wieder das matte Plastik, das wir auch schon kennen vom 1000HE und anderen Produkten aus dem Hause Asus und hier unten drunter gibt es dann auch eine Serviceklappe zum Austausch des RAM-Moduls und einen abnehmbaren Akku. Den nehme ich hier einfach mal kurz raus. Hier ist jetzt im Moment der kleinste Akku drin, der hat 2200 mAh und leistet 23 Wattstunden. Die Laufzeit damit soll laut Aussage Asus bei immerhin 8,5 bis 10 Stunden liegen. Das ist schon ganz ordentlich für so ein kleines Akkuleinchen. Und bei Blick hier hinten rein sieht man, hier ist die Vorbereitung für eine SIM-Karte. Das heißt, das 1005HA wird auch mit integriertem UMTS-Modem auf den Markt kommen. Der Blick ins Innere zeigt, hier sieht es aus wie 1008HA. Chiclet-Tastatur, nahtloses Touchpad, die große Wippe. Allerdings, was hier fehlt, ist die WIP-Taste hier oben für WLAN und Touchpad. Hier ist nur die Touchpad-Aus-Taste, dass ich das Touchpad ausschalten kann. Oben eine 1,3-Megapixel-Kamera, die sich auch im EPC 1008HA findet. Wie man hier sehen kann. Gut, beide Geräte
kommt demnächst auf den Markt, das 1008 HA jetzt schon innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen. Das 1005 HA soll Juni, Anfang Juli auf den Markt kommen. Der 1008 HA ist der teuerste mit 399 Euro. Die besser ausgestattete Variante vom 1005 HA wird 349 Euro kosten und die kleinste Variante 299 Euro. Ja, das war's auch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hier wieder oder auf einfach.de. Tschüss, sagt der Jan.